Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 1. Und ich bin schon wieder mit der WASD-Steuerung am Gange, obwohl ich das hier überhaupt nicht brauche. Und ja, wir sind vor Seefels. Wir können ja erstmal das Wappen hier, das Emblem, uns angucken. Ich glaube, das ist das Emblem der Stadt. Emblem. Das ist ganz verwaschen und dreckig. Man kann nichts erkennen. Ja, dann machen wir das doch gleich mal sauber. Was haben wir denn hier noch? Ein Schild. Auwiesen steht da. Keine Ahnung, was es da gibt. Und hier oben? Sumpf des Todes. Lieber nicht. Klingt irgendwie ungesund. Gut, dann gehen wir da erstmal nicht her. Auwiesen. Okay, da kommt einfach das Schild. Okay. Wir haben nur den Ring dabei. Und sonst haben wir hier... Ich will noch nicht... Obwohl, komm, wir klicken das Kaninchen an. Natürlich direkt. Ein Hoppelhasen-Flauschi-Bauschi-Bunny. Oh. Ganz weiß und weich und herzallerliebst. Ich möchte es knuddeln und wuddeln und... Es ist ein Kaninchen. Ein weißes. Ja, dann nehmen wir das Kaninchen und setzen uns es auf den Kopf. Komm hier, ihr Kleiner. Komm. Keine Chance. Oh. Es lässt sich nicht so einfach einfangen. Aber ich wüsste auch sowieso nicht, was ich mit dem Kaninchen anfangen sollte. Ich meine... Außer es ganz doll lieb haben. Ja, das reicht doch schon. Guck mal, jetzt ist es direkt vor dir. Da kannst du doch mal zuschnappen. Wir haben hier noch einen kleinen Baum. Ein kleiner Baum? Er hat die blutigen Schlachten und den Niedergang der Stadt schadlos überstanden. Ein Zeichen der Hoffnung. Ja, immerhin. Ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Gut, was haben wir denn hier noch? Die Stadtmauern. Wir gehen gleich schon rein, keine Sorge. Um Seefels wurde in den letzten Jahren mehrere Male hart gekämpft. Die Stadt scheint einiges abgekriegt zu haben. Mhm. Hier ist wahrscheinlich ja das Schild von da vorne mal wieder. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Wir haben hier das Kaninchen, den Baum und noch einen flachen Stein. Wo der Herr Schild... Neben dem großen Stein liegt ein kleinerer. Er steckt halb im Boden. Dann nimm den doch mal, beziehungsweise heb den an und... Ich habe das geheime Reich der Käfer, Wanzen, Flöhe und Spinnen entdeckt. Ja, das ist doch schön. Guck noch mal rein. Die Käfer scheinen das Licht nicht zu mögen. Sie krabbeln in den Schatten. Sonderlich schnell sind sie dabei aber nicht. Ich könnte sicherlich einige fangen. Nur wo soll ich sie verstauen? Einfach in deiner Hosentasche beispielsweise oder unter der Mütze, keine Ahnung. Die Käfer scheinen das Licht nicht... Ich könnte... Gut. Gehen wir erstmal davon wieder weg und betreten die Stadt. Ich glaube nicht, dass irgendwann jemand aus meiner Familie den Fuß in eine Menschenstadt gesetzt hat. Selbst Opa nicht. Mhm. So, da sind wir schon. Und hier ist ein kleiner Marktstand, aber recht verlassen, so wie hier irgendwie gerade alles recht verlassen scheint. Mhm. Na, gucken wir uns erstmal den Stand an. Ein ziemlich schäbiger Marktstand. Sieht nicht so aus, als wäre da kürzlich etwas verkauft worden. Hm. Tja. Ein ziemlich schäbiger... Kratzt dir nochmal die... Jo, was haben wir denn hier noch? Verlasse die Stadt, will ich jetzt erstmal nicht. Hier haben wir noch eine schöne Tür mit den Schildern. An der Tür hängen zwei Schilder. Auf dem einen steht Meister Markus Magische Magierschule. Auf dem anderen steht Ich bin gleich wieder da. Beide Schilder sind mit Spinnenweben überzogen. Sie müssen schon seit Tagen oder vielleicht Wochen an der Tür hängen. Ja, vielleicht ist bei ihm ja das Zeitverständnis ein bisschen anders, dass er erst in 5 Monaten wiederkommt oder so. Betreten wir mal die Zauberschule, wenn das überhaupt schon geht. Keiner da. Was für ein Wunder. So, was haben wir denn hier noch? Schöne leere Kartons. Einige Boxen und Schachteln. Sie sind alle leer. Ja, das sehe ich von hier aus. Die Umzugsunternehmen müssen sich eine goldene Nase verdient haben, als die Stadt aufgegeben wurde. Dabei verdienen sie sowieso schon nicht schlecht. Sie sind fest in Goblinhand und niemand verhandelt mit denen gerne über ihre Preise. Na gut, dann wollen wir das auch nicht weiter betrachten, wenn er meint. Was haben wir denn hier noch? Das
Gasthaus betreten wir später. Hier war noch ein schönes Schild dazu. Tänzelnder Eberkopf? Was ist denn das für ein Name? Tänzelnder Eberkopf, interessant. Hier haben wir noch einen tollen Abfluss. Ein ziemlich dreckiger Abfluss. Dort unten dürfte die Kanalisation sein. Na, immerhin gibt's sowas hier. Ein ziemlich dreckiger... Okay. Hier gehen wir nicht vorbei. Gucken, hier haben wir noch einen Karren. Der Karren ist schon ganz eingewachsen. Er wurde schon seit Monaten nicht mehr bewegt. Naja, sieht auch echt hier alles nicht mehr ganz so schön aus. Sollen wir erstmal nach oben gehen oder direkt erstmal ins Gasthaus? Ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Gasthaus und vergnügen uns ein bisschen. Vielleicht ist da ja die ganze Meute. Man hört Schlechtes über heruntergekommene Gasthäuser. Andererseits sind sie häufig der Startpunkt fantastischer Abenteuer. Ja. Und um ehrlich zu sein, ich habe noch nicht genug davon. Ja dann, direkt rein da. Hast du mal das Formular 12b für mich? Das blaue? Nee, ist nur ein grünes. Beeilung, die Post macht gleich Mittagspause. Du willst zur Post? Da komm ich mit. Ich will noch einen Zustellbescheid haben und ein Einschreiben aufgeben. Was tun Sie da? Was wohl? Siehst du doch. Wir spielen. Oh, verdammt, ich habe meinen Ausweis vergessen. Du kannst dir eine Kopie deines Reisepasses notariell beglaubigen lassen. Warte, ich markiere dir den Notar auf der Karte. Und was spielen Sie? Die einzig wahre Art von Spiel. Ein Rollenspiel. Ja, und das kommt uns überhaupt nicht bekannt vor. Und Player 2 ist dran. Wer auch immer jetzt Player 2 von den beiden ist. Ich glaube, das ändert sich auch überhaupt nicht. Er freut sich. Und ja, worum geht es dabei? Und worum geht es bei diesem Rollenspiel? Es spielt in einer fantastischen Welt. Ja. Yeah. Ganz ohne Drachen, Orks und Zauberei. Dafür mit... Oh, hier. Komm hierher. Ich habe die Steuerprüfer gefunden. Warte auf mich. Bin gleich da. Wenn ich diesen Stempel habe, kann ich endlich das Fiskaljahr abschließen. Du weißt, yes, was das heißt? Finanzamt. Finanzamt. Ja, so freue ich mich natürlich auch immer, wenn ich meine Steuererklärung machen muss. Von daher... Ja, den macht's auf jeden Fall Spaß. Mir natürlich auch immer. Ist natürlich das richtige Leben. Das macht immer komplett Spaß, ohne irgendwelche Nachteile. Macht Bock. Und das Spiel macht Ihnen wirklich Spaß? Natürlich. Sicher. Man kann der öden Realität mit all der Magie und den Monstern entkommen. Und man lernt andere Leute kennen. Das Spiel spielen ja nicht nur wir. Es wird weltweit gespielt. Zurzeit sind 6 Leute online. Also 4 ohne uns. Ja, aber einer ist gerade auf Klo. Mhm. Kann man in dem Spiel denn auch ein anderes Spiel spielen, welches zufällig The Book of Unwritten Tales oder so heißt? Schöne Point-and-Click-Adventures. Aber natürlich auch noch die Frage... Und wann ist das Spiel zu Ende? Wann haben Sie gewonnen, meine ich? Gewonnen? Wie im echten Leben gibt es keine Gewinner. Das Spiel hat kein Ende. Man spielt immer weiter und... Hey, eine Politesse will mir einen Strafzettel geben. Lass sie. Das ist eine Questreihe. Du kannst versuchen, schriftlich Einspruch einzulegen und dann musst du... Das Spiel hört also nie auf? Na toll. Yay. Irgendwann hört es schon auf, aber das dauert, glaube ich, bei denen noch ein bisschen. Darf ich fragen, wer Sie beide sind? Natürlich, ich bin Günther Meier, Level 42, Sachbearbeiter bei einer mittelständischen Genossenschaftsbank. Aber bald will ich umschulen auf Steuerberater mit Spezialisierung auf steuerwirksame Vermögensanlagen. Da ist noch mehr Musik drin. Und ich bin Martha Deugner-Spietz, Level 40, Ortsamtsangestellte. Mein Fahrrad hat eine Dreigangschaltung. Yeah. Ich habe keine Ahnung, wovon die beiden reden. Vielleicht muss das bei Rollenspielern so sein. Ja, glaub mir, das ist ein bisschen einfacher für dich, wenn du das nicht kennst. Nun, das ist natürlich jetzt auch die richtige Frage. Wer Sie beide im echten Leben sind, wollte ich wissen. Ach so. Ich war mal ein erfolgreicher Krämer. Hatte einen Laden hier in der Stadt und viele Marktstände. Jetzt gehört mir nur noch dieser verfallene Stand draußen vor der Tür. Keine Kunden, kein Geschäft. Vielleicht könnte ich ja mal was von Ihnen kaufen. Ja, super. Warum, Und wer sind Sie? Ich bin Meister Markus,
der örtliche Magierlehrer. Sie sind der Magierlehrer? Könnten Sie mir vielleicht... Psst, das Spiel läuft. Mhm. Lassen sich echt nicht abbringen davon. Und dieser Apparat, was macht der? Na was schon. Wir machen unsere Eingaben und das Gerät zeigt uns, was alle anderen tun. Es speichert unsere Ausrüstung und steuert die Figuren, die nicht von anderen Spielern gesteuert werden. Und wie funktioniert das? Keine Ahnung. Das Ding ist irgendwie mit einem Server verbunden und der sorgt dafür, dass es läuft. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß in... wo auch immer. Also, das Spiel ist so ziemlich das Albernste, wovon ich jemals gehört habe. Ja, das ist... Sollte man aus seiner eigenen Welt in eine Fantasiewelt flüchten, um dort sinnlose Aufgaben zu erfüllen? Ja, das ist mir total sinnbefreit. Weiß ich nicht, ist total sinnfrei. Haben wir noch ein Gläschen, das reicht ja. In solchen Gläsern macht Mama zu Hause Apfelmus ein. Allerdings sind unsere kleiner. Ja, dann nehmen wir das mal mit. Yay, wir haben ein Glas. Noch eine Theke? Im Regal stehen angestaubte Flaschen und Krüge. Einige sind noch halb voll. Vielleicht mussten die Besitzer die Stadt überhastet verlassen. So, da bin ich wieder. Und mir ist plötzlich diese Seite hier aufgetaucht. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Auf jeden Fall steht hier tatsächlich irgendwas. Dies ist ein Blindtext-Fan. Steht das da drin? Ihm lässt sich vieles ablesen über die... in der gesetzt aus auf bla 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 bla. Irgendwas steht da schon Tolles drin, wenn ihr das euch durchlesen wollt. Macht das, ich glaube, das wiederholt sich auch. Und weg damit. Zumindest die Seite. Spiel fortsetzen. So. Wir waren, glaube ich, bei der Theke. Von Butterbier über Kürbissaft bis Feuerwhisky gibt es hier alles. Aber ich brauche davon nichts. Na gut, dann lässt er das auch direkt weg. Na gut. Betrachte die Kiste. Eine Holzkiste mit Werkzeug. Unter anderem eine Säge. Dann nehmen wir die mal mit. Die Säge entspricht natürlich nicht der Gnomen-Werkzeugverordnung und sie ist schon etwas angerostet. Aber ich denke, man kann sie noch benutzen. Solange sie sägen kann, ist alles in Ordnung. So, mit denen können wir jetzt erstmal nicht reden, aber wir können uns noch die Rollenspielmaschine angucken. Mit dieser Maschine spielen die beiden dieses seltsame Rollenspiel. Meine Verwandtschaft hätte ihre reine Freude daran. Ich verstehe zwar nicht, was da angezeigt wird und auch nicht, was die beiden eingeben, aber die Maschine scheint tadellos zu funktionieren. Ich verstehe zwar nicht, was da... Okay. Hier haben wir noch irgendwelche Zettel und den Serverraum. Kein Einlass. Eine Tür mit einem Schild. Servers Raum. Zutritt verboten. Steht drauf. Keep out, ja. Da steht Zutritt verboten. Nur weil ich in einer Großstadt bin, werde ich doch nicht zum Gesetzesbrecher. Nicht. Schade. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier alles außer den Eberkopf. Ein mächtiger Zweiender. Vielleicht hat der Eberkopf diesem Gasthaus seinen Namen gegeben. Das kann natürlich sein. Aber ich glaube, wir gehen erstmal wieder raus, weil hier können wir erstmal nichts machen. So, da haben wir nichts mehr. Wir haben hier einen Karren. Ich glaube, wir gehen erstmal in die Oberstadt. In die obere Stadt.